Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay vom T26E5 Patriot. Ja, hier in seiner wirklich coolen Tarnung, die mir wirklich, wirklich gut gefällt. Also, da kann man schon sagen, schön gemacht an die Designer. Das Ganze hat der Jan Bertig eingeschickt und die Karte ist Ratchet. Er ist hier Low Tier, 10er, 9er, 8er Gefecht und der AMX hat ihn ganz dolle lieb, denn der will ihn gar nicht weglassen. So lieb hat er ihn. Jetzt schauen wir mal, was er hier imstande ist zu leisten. Gerade der Patriot hat ja einen wirklich sehr gut spielbaren Turm. Also den solltet ihr ausspielen, wenn ihr mit dem Panzer unterwegs seid. Ansonsten, man kann ihn aber natürlich, wie die meisten Amerikaner, immer sehr schön einfach an der Unterwanne durchschießen. Das heißt, wenn ihr die zu sehr offenbart, dann ist es nicht so schwer, den Schaden anzubringen. Schauen wir mal, ob er das hier schafft. Interessant ist auf jeden Fall jetzt erstmal, wo er hinfährt. Normal fährt man ja mit Heavys immer ganz gerne auf Red Shire hier die 8er, 9er, 0er Linie. Allerdings ist das hier gegen eine Maus nicht so schön, wenn die hier auf einmal einem gegenübersteht. Oder der Jagdtiger meint, er geht dahin. Auch ein Oho mit seiner HE-Kanone nervt einen da teilweise mordsmäßig. So, jetzt hat er hier das erste Mal ein CDC. Und den kann er direkt beschießen. Geht zwar auf, aber alles halb so wild. So. Auch der Bulldog begrüßt ihn hier standesgemäß, aber soweit alles halb so wild. Nur der Funker, den hätte er natürlich eigentlich gern wieder. Den sollte er sich jetzt mal holen. Erstmal konzentriert er sich jetzt aber auf den Bulldog. Und hinterhalb ist noch ein WZ. Und das ist eigentlich eine sehr gute Stelle jetzt hier für den Patriot, denn er kann hier eben seinen Turm ins Spiel bringen. So, aber jetzt will es der WZ wohl wissen. Kommt hier mit Karacho vorgefahren, aber bekommt sofort die Schellen. Und hier der Ru, der will sich jetzt dem Bulldog entledigen und genau das macht er. Sehr schön jetzt, dass der WZ auch raus ist. Also das hat er hier gut gemacht. Hat dafür auch ordentlich Supporting Damage bekommen. Aber wir sehen, er hat hier richtig die dicken Brummer gegen sich. Auch der Leo 1 steht da noch. Der E50, der dann da wartet, T62A. Also sehr viel 10er hier am Start. 2 der 3 hat er bei sich. Sein Funke interessiert ihn gerade herzlichst wenig. Den lässt er einfach mal tot im Panzer liegen, kann man sagen. Und jetzt sieht man eben, der Turm, der kann was abhalten. So, der T62A hat jetzt wohl genug. Der denkt sich, ja, scheiße, ich komme die ganze Zeit nicht durch. Jetzt probiert das dann dementsprechend auch mit Premium. Da klappt es dann auch mit dem Damage. Aber der T62A hat hier riesig Probleme und zündet ihn jetzt sogar an. Und dann ist der T62A jetzt auch schon raus. So, und jetzt vielleicht direkt den E50. Nein, da scheitert er da im letzten Augenblick. Aber es geht hier rapide bergauf mit dem Damage. Fast 3000 schon gemacht und fast 3000 geblockt, 1700 unterstützt, 5:1 steht's. Also das hat ihr hier sensationell gemacht. Kann man nicht anders sagen. So, und jetzt kommt hier der T-54 Light ran, aber auch der bekommt sofort die Quittung. Er sagt, das ist hier mein Revier, Einserlinie gehört mir. Jeder, der kommt, wird da einfach mal rausgeballert. Da der Ferdinand. 6:3 steht für sein Team. Oh, jetzt bekommt er davon Leo 1 eine auf die Mütze. Da muss er jetzt aufpassen. Das sollte er jetzt nicht zu lange austesten. Leo 1 ist hier definitiv ordentlich beinannt von der Feuerkraft. So, jetzt ist der Leo 1 unterwegs. Der stört ihn nicht mehr und er kann sich jetzt hier dem Ferdi ordentlich widmen. Der hat nur noch 31 Hitpoints. Oh, und da trollt ihn die Kanone. Schießt ein bisschen zu weit runter und da macht es die Badger klar. Oh, jetzt wurde er ordentlich erwischt, muss aufpassen, zündet aber hier den T-54 Light an. Und jetzt hat er nur noch 13 Hitpoints.
so. Den Leo, den wollte unbedingt noch eine geben. Und seine Panzerung hat ihn hier Gott sei Dank nicht im Stich gelassen. Die Maus wird hier leicht angezählt. Jagdtiger da hinten kommt nicht drauf. Jetzt vielleicht den Leo da nochmal eine verpassen. Ja, der kommt ins Ziel. Geht hier auch nicht auf. So, jetzt stellt sich der Ruder vor. Da kommt er gerade jetzt nicht drauf, deswegen. Und er macht's trotzdem. Ruf braucht ewig. Und trotzdem macht er hier noch den Kill klar. Sehr schön, sein zweiter Kill. Und das bei 4400 Damage. So, der Ru, der will es hier irgendwie wissen. Hat eh schon wenig Hitpoints und kuschelt dann auch nochmal. 13-4, also da sollte eigentlich nichts mehr großartig passieren. Vielleicht kriegt er noch einen Hit auf den Jagdtiger drauf, aber normalerweise ist das Ding hier in trockenen Tüchern. Das wäre schon ein Wunder, wenn der Jagdtiger hier noch alle mitnimmt. Einen schafft er noch mit dem WZ, 132A. Aber das soll es auch gewesen sein. Und da ist das Ding auch schon beendet. Am Ende der Runde hat er 4.694 Schaden gemacht, hat 3.400 geblockt und 1.695 unterstützt und hat in 6 Minuten 26.768 Baserfahrung gemacht. Eine wirklich feine Runde und da hat man gesehen, auch als Low-Tier kann man durchaus was reißen. Das war's, ich hoffe es hat euch gefallen, lasst einen Daumen da oder falls noch nicht passiert, ein Abo sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch, euer Alcaramba.